Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SFH Modding Map. Jo, so, hier am Donnerstag heute, um hoffentlich 8 Uhr morgens, hoffentlich. Ich muss deswegen hoffentlich sagen, weil YouTube momentan ein bisschen rumspackt. Wird so viel heißen wie, die Videos sind zwar alle vorproduziert und auch rechtzeitig hochgeladen, aber YouTube braucht einfach extrem lange zum Verarbeiten. Das ist Wahnsinn. Also zum Beispiel das Belgic Profonte Video, wer es gestern gesehen hat, das war um 8 Uhr morgens hochgeladen. Ohne Witz, um 8 Uhr war es hochgeladen und das hat, weiß ich nicht, 8 Stunden hat es verarbeitet, 8 oder 9 Stunden hat es verarbeitet, das verdammte Video. Oh, es war nicht, also normal verarbeitet ein Video für die Leute, die sich nicht so auskennen. Ja, wenn es eine Stunde ist, ist es lang, ne? Aber gestern, ohne Witz, 8 oder 9 Stunden, ich weiß nicht ganz genau jetzt. Aber so in dem Dreh, das war schon, boah, das war schon richtig, ja, nervenaufreibend, möchte ich fast das schon sagen. Also da habe ich mir gedacht, alter Schwede, was ist da los bei YouTube? So, ich wollte heute hier wieder, zuerst muss ich mal das andere Zeug wegräumen, tut mir leid. So, den Kollegen hier hätte ich jetzt für das Groben angeteilt. Ich werde das so machen, wie ihr das mir in den Kommentaren vorgeschlagen habt. Ich werde hier Wiese anlegen. Und zwar, Wiese ist ja relativ Mangelware hier. Ich habe das in der letzten gestrigen Folge gesehen. Ja, also ich habe nicht wirklich eine Wiese gefunden oder irgendwas, was man als Wiese bezeichnen kann. So, das Körnermaß bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Zack, zack. So, die nächste größere Anschaffung ist, glaube ich, schon Kühe. Weil, aus dem einen Grund, wenn wir Kühe haben, dann wird auf, ja, dann wird praktisch dahin produziert, wo wir es gerade brauchen. Weißt du, jetzt produziere ich eigentlich, oder, produzieren ist das falsche Wort. Wie sage ich das jetzt richtig, ohne dass es blöd klingt? Ich ernte praktisch jetzt, was mir gerade zwischen die Finger kommt, ne? Und wenn ich, Kühe hätte, dann hätte ich ein bisschen, naja, dann müsste ich jetzt sagen, okay, ich muss jetzt das und das machen, oder ich muss jetzt das und das ernten, weil sonst haben die Kühe nichts zu essen, nichts zu trinken, bla bla bla. Ich kenne das Thema ja schon. Und das ist einfach ein bisschen Anreiz, um einfach ein paar Sachen anders zu machen und besser zu machen vielleicht sogar. Und deswegen Kühe. Das ist Körnermeisters Kühe, hört ihr nicht hin, ne? Habe ich recht oder habe ich recht? Ich habe recht. Strohballen werden wir auch noch ein paar pressen, weil das ist ja eigentlich fast gar nichts, was wir hier liegen haben. Da müssen wir noch viel mehr ranschaffen. Aber ist schon mal gut, dass wir eine kleine Vorproduktion gemacht haben. Müssen wir da gucken. Ich habe überlegt, ob wir die Ballen nicht hier rüben reintun. Ich habe es mir noch mal überlegt, aber bin mir noch nicht ganz 100% sicher. Was war hier? Ne, hier sieht es dunkel aus. Hier ist irgendeine andere Fruchtart, Sorte, Gedöns. Hier ist Kartoffeln. Kartoffeln, genau. Hier war Weizen. Was war hier? Wir hatten doch schon mal ein Feld mit Körnermais gemacht. War das hier? Oh, ich glaube, das war hier, weil hier ist die Halle noch offen. Oh, verdammt. Tut mir leid. So. Fahren wir hier rein. Also das müssen ja wirklich dann riesen Häufen sein, die wir hier dann haben, weil wenn wir so ein großes Lager haben. Ja, das war hier. Dann wird das schon was heißen, glaube ich. Ich habe übrigens jetzt hier links oben erstmal den Inspektor-Mod reingenommen, weil ich momentan leider gar keine Zeit habe, mich mit den anderen Mods zu beschäftigen. Und das erst am Wochenende schaffen werde. Deswegen habe ich jetzt erstmal noch den Inspektor reingenommen, damit ich zumindest irgendwas sehe. Ne? Ich hoffe, ihr versteht das. Handbremse rein. Gang raus. Motor aus. Oh ja. Hallo. Sir, was machst du hier? Zurück. Ist das hier die Insel? Ah, nee, das ist hier dieser Anfang. Okay. So. Einmal hier runter und einmal hier hoch, ne? Du hast es bald geschafft. So, ihr habt auch gesagt, dass ich mir, wie gesagt, ich werde mir jetzt eine Sämaschine mieten. Oder kann ich, nee, Moment, lass mal gucken, ob die Bettnah, die heißt so, wirklich, das machen wir dann, hier, Xerion, ne? Ich finde den einfach immer noch geil. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, ob ihr da was geschrieben habt zu dem Xerion. Bin ich mir jetzt gar nicht so, Alter, das Gewicht ist ja einwandfrei platziert, ohne Witz, also wirklich gut gemacht. Ja. Wir gucken jetzt erstmal mit der Bettnah, glaube ich, heißt das. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ob die direkt das Gras ansehen kann. Weil dann können wir gleich, drei Grasfelder hätte ich vorm Haus geplant.
Jo, kann Gras ansehen. Dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir denn hier hinten, glaube ich, ist Saatgut. Okay, hat er sich das jetzt gerade? Okay. Machen wir hier ein bisschen Hilfen an. Das ist eben das Schöne auch an den, an dem Drive Control, wie ich finde. Du kannst hier alles Mögliche auffüllen. Oder nicht auffüllen, oder einschalten. Kann ich ja nichts. Ne? Bisschen zumindest. Gerät auswählen. Ich habe Omega auffüllen. Was? Betna Omega. Okay, Betna Omega wird aufgefüllt. Gut. Lenkart wechseln, Taste L. Ach, das ist, ja, ich verstehe. Nee, das lassen wir so, das passt. Saat haben wir die richtige ausgewählt und dann werden wir es gleich mal eine Runde sehen. Vielleicht sogar GPS sehen. Mal gucken, wie es läuft, ob ich das noch kann überhaupt. Wir können uns erstmal jetzt informieren, wie viel da hier. 9 Meter Arbeitsbreite. Okay, lass mich nochmal kurz was gucken. Ich weiß, es ist lästig. Vorheriges Grubbern unnötig. Okay. Ich würde sagen, für die Grasflächen kann man das ruhig mal machen. Und das Düngen sparen wir uns natürlich auch, weil warum soll man eine Grasfläche düngen? Das macht ja wohl gar keinen Sinn. Beim Solmod, glaube ich, macht es sogar Sinn. Oder bei diesem, wie heißt denn der Mod? Da gibt es noch einen Mod. Auf der Hofbergmann, glaube ich, haben wir ihn. Da musst du, da kannst du das Gras auch düngen, damit der Ertrag höher ist. Habe ich zumindest mal gehört. Ich gucke mal den Helfer, der fährt noch. Überraschenderweise fährt er wirklich noch. Also ich möchte jetzt, ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seht die Maus. Hier, diesen Bereich hier, möchte ich Wiese machen. Und zwar einfach aus dem Grund, damit wir vorm Haus, einfach genau vorm Haus, eine wunderschöne Wiese haben. Weil mit diesen Inseln, oder mit diesen, Inseln ist, glaube ich, das falsche Wort. Ja, ihr wisst, was ich meine mit diesen Gewächsen inmitten des Feldes. Ist nicht so optimal. Ich weiß, dass das bei mehreren Feldern noch kommen wird. Aber jetzt erstmal würde ich gerne hier ein bisschen Gras sehen. Wir gucken einfach mal, ob das denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Prinzipiell wäre es eigentlich auch egal. Ah, ohne Witz, prinzipiell wäre es eigentlich furzegal, Entschuldigung den Ausdruck, wenn ich hier dann Querbahnen mache, ne? Wäre komplett egal. Ich guck mal ganz kurz, ob das denn funktioniert, weil dann machen wir das jetzt so, dann würde ich jetzt auf die Ballen schnell machen. Und dann können wir dann das nächste Mal die drei Felder zusammenlegen und eine Wiese draus machen. Das habe ich mir schon, wenn ich jetzt sage, das habe ich mir schon immer gewünscht, dann klingt das ein bisschen blöd. Ist eine Grastextur, perfekt, funktioniert. Gut, wir lassen den hier, wir machen kurz jetzt hier noch ein paar Ballen, die wir dann auch bald abholen oder gleich abholen. Und dann machen wir die drei Felder hier vorm Haus, machen wir, ne, wollte ich schon sagen. Machen wir einfach zu großem Grasfläche. Wir haben ja genug Felder außenrum, bei denen wir... Jetzt aber. Bei denen wir Sachen ernten können, da ist ja nicht das Problem. Das, also ist nicht so, dass wir sagen, oh nee, drei Felder können wir uns nicht leisten, dass wir die jetzt entbehren. Das ist kompletter Quatsch, weil das von der Fläche her haben wir das ganz locker drin. Und dann, wenn wir einen großen, vernünftigen, breiten Meer am Start haben, dann macht das viel mehr Spaß. So, ich wundere mich gerade, warum hier so wenig... Na gut. Soll auch egal sein, prinzipiell. Aber dann können wir dann in der nächsten Folge richtig schön mit GPS über die ganze Fläche ansehen. Oder drillen, besser gesagt. Oh ja, da freue ich mich schon drauf. So, fahren wir hier rum. So läuft das. So läuft das richtig gut. Gut. Was gibt's sonst Neues? Eigentlich nichts. Ja, wie gesagt, das mit dieser Verarbeitung der YouTube-Videos, das ärgert mich momentan ein bisschen, weil ich bin wirklich gewollt, die Parts pünktlich zu bringen und ich produziere extra, ja, relativ frühzeitig, wobei auch nicht zu frühzeitig, dass ich noch auf eure Kommentare eingehen kann. Das ist mir ja natürlich auch wichtig. Aber, ja, du musst jetzt halt so ein Mittelmaß finden, aber normalerweise hat das immer super funktioniert. Aber seitdem YouTube sagt, nö, wir brauchen einfach mal hier doppelt und dreifach so lang für die Verarbeitung, seitdem habe ich ein bisschen Terminprobleme. Also mit Hofbergmann hat es immer ganz gut funktioniert. Das liegt auch daran, dass einige Sachen vorproduziert sind. Natürlich, wenn Gäste da sind, muss ich produzieren. Und auf der anderen Seite, ja, FSH ist gestern, ja, weiß ich nicht, eine Stunde zu spät und eineinhalb Stunden zu spät erschienen. Verarbeitungsprobleme.
Und Belgic Buffon hat dasselbe Spiel. Verarbeitungsprobleme. Es ist leider so. Ich kann es euch nicht anders... Ich würde es gerne anders machen, aber es geht halt nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Müssen wir einfach jetzt so lange durchharren, bis YouTube sagt, wir arbeiten wieder mal vernünftig. Weil ich mache nichts anderes als früher zum Beispiel, weil früher und Anführungszeichen, sagen wir mal vor 2 Wochen, war das noch gar kein Problem. Hast du das Video hochgeladen? Hast du das verarbeitet? Alles in allem hat es vielleicht eine Stunde gedauert. Aber jetzt, ja, ist das schon, dauert das ein bisschen länger. So, irgendwer, glaube ich, hat mich auch in die Kommentare geschrieben, ich soll den Frontlader wegpacken, weil den brauchen wir jetzt hier nicht. Das ist eigentlich unrealistisch. Das stimmt eigentlich, wenn ich mir das so überlege. Aber war das nicht so, dass man bei den speziell älteren Geräten den Frontlader nicht immer dran gelassen hat, weil es einfach eine, verzeiht mir den Ausdruck, scheiß Arbeit war, jedes Mal auszusteigen und den abzuklemmen und den Bolzen rauszuziehen und was denn nicht gesehen? Da war ja nichts elektronisch damals. Damals, ne? Weil jetzt hier bei den komplett automatischen, da ziehst du die 3-4 Hydraulikstecker raus. Ich habe sogar schon einen Frontlader gesehen, der sich die Stützen selber ausklappt und als ich scherze, ja. Da musst du nur die Hydraulikschläuche rausziehen und das war's. Früher war das ja noch ein Kraftakt, so eine Schaufel auszuleeren von dem Frontlader. Das war ja, da ging ja nichts automatisch. Gar nichts. Da hast du keinen Schalter. Hat es nicht einfach geheißen, ja, Hydraulik hier, drückst ein Knöpfchen oder ziehst den Schalter nach hinten und dann ist die Schaufel ausgeleert. Das hat es nicht gegeben. Taste. Wie kann ich denn das erklären? Es war an der rechten Türe, ich hoffe, ihr seht jetzt meine Maus, hier ungefähr, war da so ein Schalter. Also hier war offen, so. Also die Tür ist jetzt nach rechts aufgegangen, in meinem Fall. Dann war hier so ein Hebel. Und dann hast du mittels Seilzug hast du dran gezogen und dann ist vorne die Schaufel runtergeklappt. So. Das war früher und Anführungszeichen so. Da nichts mit hydraulisch und hier und hast du gesehen. Das. Nee. Da hast du noch richtig aus dem Sitz aufstehen müssen und richtig fest und dolle an dem Hebel ziehen müssen, weil sonst hat sich die Schaufel keinen Millimeter nach unten bewegt. Aber das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, mindestens. Bei mir zumindest. Jo. Aber gut. Die bisschen ältere Generation von euch würde es wahrscheinlich noch wissen. Wobei, eins muss man dazu sagen bei den alten Geräten, ne? Du hast machen können, was du willst. Die Dinger wurden einfach nicht kaputt. Also du hast wirklich... Da weiß ich noch Aktionen, jeder teure, also jeder neue Trecker, unter Anführungszeichen, jeder heutige Trecker, wird bestimmt irgendwas kaputt werden, irgendein Plastikstück würde abfallen oder sonstiges. Aber damalige Verhältnisse, hast du ein bisschen Schmierfett gebraucht, ein bisschen Öl und dann ist das ganze Ding wieder gelaufen. So, gut, dann machen wir hier raus. Gut, da können wir die Ballenpresse eigentlich auch wieder zum Hof stellen. Ganz kurz mit dem Ballenanhänger mal noch rausflitzen hier, damit wir die 2 Ballen gleich holen. Damit wir wirklich beim nächsten Mal flott anfangen können. Der Helfer ist übrigens fertig, hat er gesagt. Wenn er jetzt eine Bahn vergessen hat, ist mir das eigentlich auch egal, weil das ist sowieso eine Direktzart. Ich habe gesagt, wir grubbern das zwar alles, aber ich möchte euch jetzt wirklich nicht langweilen. Und ich sehe auch, ich bin auch nicht blind, dass man hier ein bisschen vorankommen muss, weil sonst ist das Projekt eigentlich komplett unattraktiv für euch. Das möchte ich natürlich auch nicht, ne? So, ich freue mich schon mega, dieses Joskin-Fass zu verwenden, aber da sind wir noch weit weg. Leider sind wir da noch weit weg. So, ich stelle den, ne? Ich weiß, ich muss hier noch waschen, aber gewaschen wird immer am Ende des Tages. So, den stellen wir jetzt auch mal wieder weiter nach vorne. Wir hätten eigentlich gleich, warum sagt mir das keiner von euch? Wir hätten eigentlich gleich das Stroh abholen können mit dem Ladewagen. Aber das ist jetzt zu spät. Ich habe nämlich schon Ballen gepresst. Sind zwar nur 2 Stück, aber ich habe Ballen gepresst. Ja. So, hier können wir eigentlich alles rausnehmen. Ich glaube, der Trecker hat von Haus aus Allrad. Also steht dann mal zumindest in der IC-Übersicht. Nee, nicht in der, Inspector-Übersicht, so wollte ich sagen. Steht mal drin, dass das wohl ein Allrad wäre. Standard-Allrad oder ein fixer Allrad. Es gibt ja auch zuschaltbaren Allrad und ja, ihr kennt das ja selber. So, wo haben wir denn? Oh, den packen wir hier schön in die Mitte. Da hat er bestimmt Platz. Ich möchte es ja ein bisschen aufgeräumt haben hier. Nur ein bisschen. Bitte nochmal nicht so dieser Aufräum-Django, aber so ein bisschen Ordnung kann man schon haben am Hof, glaube ich.
So. Ich glaube, man kann sagen, es passt. Dann holen wir uns noch ganz schnell diese zwei Ballen und dann werden wir morgen... Haben wir hier die Möglichkeit, das zuzulassen? Oh ja, das haben wir. Steuerung links, Z. Hm. Das verschwindet immer. Ah, jetzt. Das können wir nicht wegmachen. Kann ich das wegmachen? Das kann ich wegmachen. Ich sag mal A. Also wir, das D machen wir jetzt mal weg, ne? Unterwegs im Auftrag des Herrn, das stimmt schon mal. A ist für Austria, weil ich hier aus Österreich komme. Und dann machen wir noch die Abozahlen. Die jetzigen momentan. Moment. Wir haben jetzt 2100. Moment, das gucken. Ich möchte kein Blödsinn erzählen. YouTube. Geht gleich weiter. Ich glaube, nein, aus. Okay. Hier haben wir eine 7. Und hier haben wir eine 1. Genau. Oder eine, eine 1. Passt. 2171 Abonnenten. So. Dann wissen wir jetzt immer, wenn wir hier ne, drauf schauen. Wir haben den Trecker zugelassen. Da hatten wir 2171 Abonnenten. Das ist auch gut. Gut, dann holen wir noch die zwei Ballen. Ganz fix. Wirklich ganz fix. Also wie gesagt, am Wochenende dann werde ich die Modliste aktualisieren. Ich werde mich hier um diesen Overlay kümmern und ich werde noch andere wunderschöne Sachen machen. Und ja, mein Vorschlag, Frage, ich weiß nicht, wie viele Leute es noch zugucken. Wir sind schon am Ende des Videos und ich weiß nicht, wie viele Leute es bis hierhin geschafft haben. Ohne davor, ne? Wenn ihr Bock habt, dann kann ich euch Sachen, die ich hier habe, kann ich auch gerne vorstellen. Weil es wird immer gefragt, beziehungsweise habe ich mir überlegt, wenn ich mir die Belgische Fonte angucke, ne, die Mods, die ich da drauf habe, wenn ich für jeden Mod, den ich hier drauf habe, eine Mod-Vorstellung gemacht hätte, dann wären, glaube ich, viele Leute besser beraten gewesen, nennen wir es mal so. Denn wie viele Leute gefragt haben, wie funktioniert das mit der Maschine und was kann die Maschine und wie läuft die, was hat die für ein Geräusch und, ne? Das sind alles Sachen, die du in einem kleinen, aufpassen, also in einer kleinen Mod-Vorstellung machen könntest. Ich habe schon Mod-Vorstellungen gemacht, also für Forbidden Mods oder für Forbidden Mods Produkte, Artikel, Mods, habe ich schon einige Vorstellungen gemacht. Bin auch gerne bereit für andere Mods außerhalb von Forbidden Mods Vorstellungen zu machen, ist überhaupt kein Problem. Momentan hat mir ein bisschen die Zeit gefehlt, aber das werde ich jetzt ein bisschen, das war nur die sogenannte Eingewöhnungsphase, weil drei Videos am Tag teilweise, also es ist jetzt, Moment, lass mal gucken. Ja, minimal 3, maximal 4 Videos am Tag ist schon eine Hausnummer, ne? Also muss man ehrlich bleiben, das ist schon auch mit Arbeit verbunden. Und aber jetzt hat es eine Zeit, sagen wir mal so, das sind jetzt ungefähr, ja, wie viel sind das Part jetzt hier? Eine Woche vielleicht hat es jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, bis eben auf den einen oder anderen auf die eine oder andere Verspätung. Das hat aber mit YouTube zu tun, das hat mit mir nichts zu tun. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Dreh raus, wie ich es am besten time das Ganze. Und jetzt kann man auch drüber nachdenken, dass man vielleicht ein paar Mod-Vorstellungen macht, die mal immer wieder rein, ja, einfach so random Zeiten, wann es fertig ist, wird es einfach rausgehauen, fertig. Und da kann ich gerne Sachen machen, die euch interessieren. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich sowas mache, gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet oder wie man das machen kann. Vielleicht habt ihr da auch bessere Erfahrungen oder ihr wisst ja am ersten, was ihr, oder ihr wisst am einzigsten, was ihr gucken wollt. Und deswegen, jo, glaube ich, seid ihr da eigentlich die beste Anlaufstelle für solche Fragen. Jo, Vorschläge gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen, wenn da ein paar Leute was reinschreiben, weil dann kann ich mir das raussuchen, kann ich da ein kleines Konzept erstellen dafür. Und ja, ansonsten darf ich mich bedanken fürs Zuschauen heute. Wir sehen uns morgen wieder um 8 Uhr zur neuen Part SFH Modding Map. Und ja, ich darf mich fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Weiß ich nicht, ob ich schon gesagt habe. Und bis morgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.